Ich bin sehr traurig vom Tode unseres Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker erfahren zu haben. Und ich denke in diesen Stunden an seine Frau Marianne von Weizsäcker und seine Kinder. Richard von Weizsäcker war einer der wichtigsten und geachtetsten Persönlichkeiten unseres Landes. Über Jahrzehnte hat er seinen hohen Intellekt, seine natürliche Würde, seine große Begabung für die politische Rede in den Dienst unserer Demokratie gestellt. Und dafür bleiben wir ihm dankbar. Wie er von 1984 bis 1994 sein Amt als Bundespräsident ausgeübt hat, das hat Maßstäbe gesetzt. Er wollte Orientierung geben, wie er selbst sagte. Und er hat diesen selbstgesetzten Anspruch glanzvoll erfüllt. Wir verdanken Richard von Weizsäcker richtungsweisende Reden. Reden, die im In- und Ausland große Wirkung entfaltet haben. Wirkung, weil die Zuhörer spürten, dass hinter den Worten gelebte Werte und hohe persönliche Integrität standen. Ich denke dabei besonders an seine Ansprache zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1985. Er sprach damals von einem Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Eine notwendige, klare Aussage, die für unser deutsches Selbstverständnis bedeutend war. Nicht nur als ehemaligem regierenden Bürgermeister von Berlin waren die Überwindung der Teilung unseres Landes und der Teilung Europas, die Wiedererlangung der deutschen Einheit, Richard von Weizsäcker ein Herzensanliegen. Ich werde nie seine Ansprache am 3. Oktober 1990 vergessen und meinen inneren Jubel, als er sagte: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es dieses Mal mit uns Deutschen gut gemeint. Richard von Weizsäcker wusste aber auch, dass ein Einheitsvertrag alleine noch keine gelungene Einheit ausmachte, sondern, wie er damals sagte, dass sich das nach dem Verhalten eines jeden von uns richtet, nach unserer eigenen Offenheit und Zuwendung untereinander. Zitat Ende. Das ist wahr und das leitet mich bis heute. Der Tod Richard von Weizsäckers ist ein großer Verlust von Deutschland. Er hat sich um unser Land verdient gemacht und wir werden das nicht vergessen. Wir werden ihn nicht vergessen. Und bleiben dankbar, einen solchen Bundespräsidenten, einen solchen Mann an der Spitze unseres Staates gehabt zu haben. Ich danke Ihnen.